Liebe Firminge, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben vor kurzem Pfingsten gefeiert. Heute wollen wir gemeinsam schauen, was wir am Pfingsten feiern und was das Pfingstfest für uns bedeutet. Wir feiern Pfingsten am 50. Tag nach Osten. 40 Tage nach Osten war Christi Himmelfahrt und 10 Tage danach feiern wir Christen das Pfingstfest. Wir feiern den Heiligen Geist. An diesem Tag ist er über die Jünger herabgekommen. Jesus hat seinen Jüngern seinen Auftrag gegeben und er hat ihnen den Heiligen Geist versprochen. Dieses Versprechen Jesu wurde am Pfingsten eingelöst und da haben die Jünger den Heiligen Geist zum ersten Mal erlebt, als er in Form von Feuerzungen auf sie herabkam. Dazu wollen wir uns die Bibelstelle aus der Apostelgeschichte gemeinsam anhören. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Urplötzlich kam vom Himmel her ein Geräusch, als würde ein gewaltiger Wind heranbrausen. Dieses Rauschen erfüllte das gesamte Haus, in dem sie saßen. Dann erschienen so etwas wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in den verschiedensten Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist sie ihnen eingab. Anlässlich des Festes befand sich eine große Zahl von Juden in Jerusalem. Fromme Pilger aus der ganzen damals bekannten Welt. Als sie das Geräusch hörten, liefen sie alle bei dem betreffenden Haus zusammen. Vollkommen überrascht waren sie aber, als sie die Jünger in ihrer jeweiligen Muttersprache reden hörten. Sie waren ganz durcheinander und konnten überhaupt nicht begreifen, was da vor sich ging. Aufgeregt fragten sie sich gegenseitig: Sind das nicht alle Galiläer? Wie kommt es dann, dass wir sie in unseren unterschiedlichen Muttersprachen reden hören? Immerhin sind wir Parther, Meder, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus den Gebieten Libyens in der Nähe von Cyrene. Natürlich sind unter uns auch welche aus Rom, sowohl Juden als auch Proselyten. Ja, sogar Kreter und Araber sind unter uns. Wir hören sie alle in unseren jeweiligen Sprachen über die großen Wundertaten Gottes reden. Sie waren fassungslos und konnten sich keinen Reim auf das machen, was geschah. Immer wieder fragten sie sich, was hat das alles nur zu bedeuten? Der Diakon hat gerade aus der Apostelgeschichte gelesen, wo es um das Pfingstereignis ging. Die Jünger Jesu waren in ihrem Haus in Jerusalem. Sie hatten sich aus Angst verkrochen. Der Heilige Geist ist zu diesem Haus in einem Sturm gekommen und als Feuerzungen ist er über die Jünger herabgekommen. Dann war plötzlich ihre Angst weg und sie wurden vor Freude erfüllt. Voller Freude haben die Jünger über die Taten und Wunder Jesu erzählt. Durch den Heiligen Geist begannen sie zu reden in vielen fremden Sprachen. Sie brachten die frohe Botschaft an alle Menschen, die da waren. Und die Leute in Jerusalem konnten es in ihrer Sprache verstehen und sie freuten sich darüber. Und so begannen sie, die frohe Botschaft an alle Völker zu verkünden. Gott schenkte den Jüngern das Feuer des Heiligen Geistes und sie gaben es den anwesenden Menschen weiter. Der Funke ist sozusagen weitergesprungen und die Menschen in Jerusalem waren davon begeistert und ließen sich taufen. Dadurch ist die erste christliche Gemeinschaft entstanden. Darum feiern wir am Pfingsten den Heiligen Geist und den Geburtstag der Kirche.
Wer aber ist dieser Heilige Geist? Diese Frage werden wir nachgehen und dafür schauen wir uns jetzt Ausschnitte aus der Katechese unseres Kaplans beim Pfingstfestival an, das über Pfingsten hier in St. Sebald stattgefunden hat. Ich merke, so viele Leute sind ein bisschen unsicher, wer oder was ist denn dieser Heilige Geist überhaupt? Also es gibt da viele Definitionen, was man jetzt irgendwie so sagen kann. Man kann sagen, okay, der Geist Gottes, oder manche sagen, die Kraft Gottes, oder wenn man es jetzt so ganz voll theologisch ausdrücken will, kann man sagen, die dritte Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Ja, also es gibt ja so irgendwie Vater, Sohn und Heiliger Geist und alle drei zusammen sind dann doch wieder ein Gott und die schlauesten Theologen haben immer versucht, wie gehört das alles zusammen und wie passt das alles? Ja klar, alles ist richtig über den Heiligen Geist, aber das bleibt irgendwie so ein bisschen nebulös manchmal. Ist ja auch ein Geist, ne? Also kein Gespenst, aber irgendwie nicht so richtig anfassbar. Also bei Gott Vater, da können wir uns irgendwas vorstellen, egal was, ja, vielleicht so alter Mann mit weißem Bart oder so, ist jetzt auch nicht ganz richtig, aber man hat irgendwie eine konkrete Vorstellung, was das sein soll, Gott Vater. Und Jesus ist noch einfacher, weil bei Jesus wissen wir, okay, er ist Mensch geworden, ja, Mensch wie wir, das heißt, irgendwie hat man so das Gefühl, den kann man am ehesten vielleicht anfassen irgendwie, ja, weil er einfach Mensch geworden ist. Und dann ist da dieser Heilige Geist, der schwebt da irgendwie so dazwischen und man weiß nicht so genau, was mit dem ist. Ist der jetzt eine Taube, so wie wir es da jetzt gerade sehen, oder was ist dieser Heilige Geist eigentlich? Wenn wir den Heiligen Geist anschauen in der Bibel, dann wird er meistens anhand seiner Wirkungen irgendwie beschrieben. Also an dem, was er macht, oder es werden Bilder gewählt, die ja, ihn darstellen. Und eins verbindet eigentlich all diese Bilder, nämlich, dass der Heilige Geist nie dargestellt wird irgendwie wie so irgendwas Statisches. Also es gibt nicht so ein Bild, wo steht, der Heilige Geist ist wie so eine Säule. Die steht da seit 1000 Jahren, sie hat sich keinen Millimeter vom Fleck bewegt, sie ist wunderschön geschnitzt, aber sie bewegt sich einfach nicht. Der Heilige Geist ist einer, der was in Bewegung setzt. Und das zieht sich durch die Bibel. Der Heilige Geist ist einer, der Menschen in Bewegung setzt. Der Heilige Geist wird im Neuen Testament beschrieben mit dem Bild des lebendigen Wassers. Das ist für mich eins der schönsten Bilder für den Heiligen Geist, die es gibt. Auch so ein Wasser, das ist ein lebendiges Wasser. Es wird nicht gesagt, oh, der Heilige Geist ist so ein trüber Tümpel irgendwo im Garten, wo so die Karpfen im Schlamm wühlen, sondern der Heilige Geist ist ein lebendiges Wasser. Der Heilige Geist ist wie so eine Quelle, die sprudelt und fließt. Der Heilige Geist ist ein lebendiges Wasser, das Gott in uns ausgießt, damit in uns Leben entsteht. Der Heilige Geist, in welcher Gestalt kommt er auf die Jünger? Er kommt in Gestalt von Feuerzungen, die auf sie herabkommen. Der Heilige Geist ist Feuer. Er will auch hier wirken. Auch Feuer ist überhaupt nichts Statisches. Wenn du jemals irgendwie in Feuer reingeschaut hast, ist es immer in Bewegung. Es ist gar nicht so. Es gibt in einem Feuer keinen Moment, der stillsteht. Es ist immer in Bewegung. Und so ist der Heilige Geist. Er ist immer in Bewegung und er will uns entzünden. Er will nicht, dass wir irgendwie so kalt und so da rumliegen, sondern er will uns entzünden mit seiner Flamme, mit der Flamme seiner Liebe. Und so kommt der Heilige Geist auf die Menschen herab als ein Feuer, das in Brand steckt. Und als ein Feuer, das sich auch verbreiten soll. Ein Feuer, das nicht irgendwie in so einem kleinen Glas drin ist und wir gucken, ja, so eine magische Flamme, die da irgendwie vor sich hin brennt oder so wie der Dornbusch. Auch nicht mal wie der Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt. Sondern der Heilige Geist, einer, der sich wirklich einfach weiter ausbreiten will. Dieses Feuer soll sich verteilen. Und zwar zuallererst auch mal in mir. Und dann aber auch durch mich in der Welt. Dass andere Menschen ebenso entzündet werden von dieser Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist setzt in Bewegung. Und er verändert Dinge. Und er bewegt Dinge. Und er bewegt Herzen von Menschen. Wir haben eben gehört, wer der Heilige Geist ist, und es wurden einige Aspekte über ihn genannt. Der Heilige Geist ist die Liebe oder die Kraft Gottes. Die theologische Aussage lautet, er ist die dritte Person der Dreifaltigkeit. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Er ist die göttliche Liebe persönlich.
In der Bibel ist er durch verschiedene Bilder dargestellt. Ein Geist in Bewegung, der schwebt, der Hauch, das lebendige Wasser, das Feuer. Er ist der Wind, der Sturm einer Taube. Bei der Taufe Jesus kam er als Taube auf ihn herab. Und am Pfingsttag ist der Heilige Geist wie ein Sturm gekommen und ließ sich auf die Jünger in der Gestalt von Feuerzungen nieder. So gehören auch wir durch unsere Taufe zur Gemeinschaft der Kirche. Der Heilige Geist bringt das Göttliche in die Kirche und so wirkt er nicht nur in der Kirche, sondern auch in mir und durch mich. Er ist das Feuer, das in mir die Liebe zu Gott und den Mitmenschen entzündet. Er ist das Wasser, das meinen Glauben am Leben hält. Er ist die Kraft, in der ich Gott spüre. Der Heilige Geist gibt mir das, was ich brauche, um in Bewegung zu kommen. Er kennt unseren Herz. Ihn können wir nicht sehen, aber wir spüren seine Wirkung. Im Folgenden hören wir nun, was Jugendliche dazu sagen. Also für mich ist der Heilige Geist ein Gefühl. Ein Gefühl von Freiheit, von Freude, von ja einfach alles, was einfach schön ist und das Herz berührt. Und wenn man manchmal auch Tränen in den Augen hat, zum Beispiel bei Gottesdiensten oder wenn einfach viele Menschen versammelt sind, dann bekommst du einfach dieses Gefühl in dir drin. Und ich glaube, das ist Heiliger Geist. Und das habe ich auch schon sehr oft gespürt. Einfach, wenn man mit anderen Leuten zusammenkommt, spürt man einfach den Heiligen Geist. Also für mich ist der Heilige Geist ein Beistand, der einfach immer bei mir ist und der mir irgendwie Ideen gibt in schwierigen Situationen, den ich halt einfach bitten kann, dass er mir einfach hilft. Und ich habe ihn schon mal spüren dürfen, einfach in verschiedenen Situationen und auch am Fest der Jugend in Salzburg, finde ich, ist es immer so eine Gemeinschaft, wo man den dann einfach spüren kann. Also der Heilige Geist ist für mich persönlich ein Gefühl, und zwar ein Gefühl der Gemeinschaft und der Geborgenheit und dass man sich einfach bei Gott wohlfühlt. Das ist für mich der Heilige Geist. Also für mich bedeutet der Heilige Geist, das ist so eine Übermacht, die wo so über alles drüber steht und alles sieht und aber auch irgendwie nicht sichtbar ist, also so im Unsichtbaren ist. Den Heiligen Geist habe ich schon bei vielen verschiedenen Events von der Kirche her gespürt. Zum Beispiel bei mir persönlich bei der Gruppenleiterschulung, da habe ich ihn besonders gespürt, oder bei der WMJ in Schwabach und in Roth. Also ich habe den Heiligen Geist nicht nur bei der Gemeinschaft gespürt, sondern auch mal, wenn ich alleine war in irgendeiner Kapelle, in der Natur, wenn man mal in Ruhe kommt, da habe ich auch schon den Heiligen Geist öfters gespürt. Ihr habt in diesem Interview gerade gesehen, welche Erfahrungen unsere Jugendlichen mit dem Heiligen Geist gemacht haben. Es ist ein Gefühl von Frieden, Freiheit, Freude und für andere der Beistand, der immer bei mir ist. Durch den Heiligen Geist kommt Gott mit den Menschen zusammen und wir sehen uns nach Gemeinschaft und Geborgenheit. Am Pfingsten bitten wir den Heiligen Geist, dass er in uns heute genauso wirkt, wie er damals in den Jüngern gewirkt hat. Er nimmt unsere Ängste weg, schenkt uns seine Gaben, gibt uns die guten Ideen ein und gibt uns den Mut, um sie einzusetzen für alle Menschen. Der Geist Gottes beschenkt mich mit seinen Gaben und ändert uns von innen. Ihr Firmlinge empfangt sie im Sakrament der Firmung in besonderer Weise. Genauso wie er über die Jünger herabkam, kommt er über uns in der Firmung. Der Heilige Geist ist immer an meiner Seite und seine Gaben wirken heute wie damals. Sein Wirken spüren wir in der Kraft, an der Freude, dem Mut, der Weisheit, die er uns schenkt. Pfingsten passiert in unserem Herzen. Der Heilige Geist sendet uns neu. Die Kraft, die wir in uns spüren, lässt uns wie eine Pfingstrose aufblühen.
So wünschen wir euch, dass der Heilige Geist auch zu euch kommt, die ihr euch auf die Firmung vorbereitet, und dass er alle eure Ängste wegnimmt und seine Freude euch schenkt. Musik.